Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu God of War Ragnarök. Wir haben im letzten Part den kleinen Wunderwald hier ganz voller Wölfe erforscht und unsere nette neue Gesellschaft hier kennengelernt. Und ich würde sagen, wir machen auch munter weiter. Ich disclaimere gleich, ich grüße euch hier recht herzlich zurück aus der Winterpause. Hab das Game also ja, so entspannte 4 Wochen nicht gedaddelt. Hab ein bisschen Nachsicht mit mir mit Folge Nummer 1 hier, bis ich mich wieder in die Steuerung eingegroovt habe. Aber das wird schon werden. Nur. Meine ja. Mutter zeichnete ihre Visionen auf. Prophezeiungen. Magst du sie dir ansehen? Ja, sicher doch. Wo sind deine Eltern? Sie sind nicht hier. Sind sie? Ich weiß, du hast viele Fragen, aber bitte nicht diese. In Ordnung? Tut mir leid. Sorry, das wusste ich nicht. Okay, wir wandern jetzt erstmal weiter. Ich würde auch sagen, weißt du, nur Anfänger gucken sich die Steuerung einfach nochmal wieder an, bevor sie loslegen. Das ist ja langweilig. Einfach mal machen, hätte ich gesagt, ne? So. Hacke Silber. Was war da oben? War da was? Hing da was? Nö. Es war einfach nur ein Pilzbaum. Gut, gehen wir erstmal weiter. Ganz entspannt. Ich habe mich so gefreut, hier auch weiter zu daddeln. Ernsthaft? So ein gutes Game. Okay, gehen wir erstmal weiter. Loki! Huh! Ich hab's. Moin! Sag mir wann! Jetzt! Lass los! Ich bin da! Rauf, solange er noch kann! Oh, er wird wieder. Ja, nice. Und rauf. Oh. Yo! Du kämpfst gut. Ja. Danke, du auch. Streiter sogar. Danke. Ebenso. Ja. Nun, man arbeitet dran. Ich muss sagen, das ging jetzt tatsächlich relativ gut dafür, dass ich gerade 4 Wochen Pause gemacht habe. Das war in Ordnung. Ich bin zufrieden. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir relativ chillig hier wieder reinkommen werden. Ich bin so gefreut, weiter zu daddeln, ne? Das war jetzt, doch, die Pause war tat mal ganz gut. Aber bin froh, dass es jetzt auch wieder weitergeht, ne? So, da wollen wir mal weitermachen. Oh, kommst du hier nicht durch? Oh, das ist auch. Lass das mal den Atreus machen. Hilfst du mir? Ja, sicher. Oh, klar. Warte. Gut, jetzt du. Nur tümmern hinterher. Und. Okay. Wow. Ja. Das ist Itis Medaillon. Um die Wette? Was? Los! Okay. Na gut. Okay, wir versuchen zu gewinnen. Los! Wobei es ist ja eigentlich auch mal höflich, gewinnen zu lassen, ne? Ich kann auch langsamer. Ah, okay, sie disst uns auch noch. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Sonst wird's peinlich. Oh. Ach, ich kann gar nicht. Okay. Da war ich wohl zu schnell für sie. Das Spiel wollte nicht, dass ich sie überhole. Los! Lauf, Loki! Wer zuerst runter ist, gewinnt! Okay, oh, sie läuft direkt quer rüber. Das ist gemein. Ich kann das nicht. Wie sie am Abkürzen ist. Unglaublich! Na, na gut, sei die gegönnt. Ja, ist gewonnen. Naja, ich kannte den Weg schon. Bisschen geschummelt. Ah, na gut, okay. Ich hab mir schon fast gedacht, ne? Gut, gehen wir mal entspannt weiter. So, was? Warte, was ist denn hier oben los? Zank. Katzelwurm! Oh, oh. Ich kenn ich schon. Dann weißt du ja, wie man sie schlägt. Ja, draufhauen, ne? Falken rufen. Halten Sie Viereck gedrückt, um Angbordas Geisterfalken zu beschwören und mächtige Riesenmagie zu entfesseln. Sehr gerne, Riesenmagie! Ist sonst nicht so viel los! Oh. Ich Glückspilz. Ich dachte, du heißt Loki. Ja, sie hatte einen eigenen Sinn von Humor. Ein bisschen Chaos hier.
Wir müssen Falken mal einfesseln. Mach mal, jetzt Falke. Oh, schade. Ich hatte das die ganze Zeit versucht, aber ich weiß nicht, ob es geglückt ist. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht wahrgenommen, den Falken, aber... Kann sein, dass er aufgetaucht ist, wer weiß. So. Da ist nichts. Wir sind fast bei Mutter Schrein, wo sie Gloas Vision aufschrieb. Es war ihre Art, das Erbe unseres Volkes am Leben zu halten. Trotz der Bemühungen der Asen. Blöde Asen. Gehen wir erstmal weiter. Hm. Wir müssen ein bisschen drauf achten. Hier stehen über diese Vasen rum, die wir kaputtballern können. Gibt alles schön Hackesilber. Und sowas hier. Es lohnt sich, seinen Blick auch gelegentlich mal nach oben zu richten. Oh, das war heute nicht die letzte Knopfmuschel. Hoffentlich. Upala. Na, bekommt hier jemand Ocarina of Time Minigame Wipes? Ey, Alter. Atreus, wir müssen dringend mehr üben. Das war gerade eine peinliche, kümmerliche Vorstellung. Zum Glück hat es keiner gesehen. Sie hat zum Glück nicht wegen hingeguckt. War ihr egal, was ich da treibe. Hier noch irgendwas? Ne, dann gehen wir erstmal weiter. Wupp. Hier. Was denn? Voila. Ist das nicht Hornmagie? Was meinst du, von wem sie das lernten? Okay, das verschollene Heiligtum. Angbroda am Schrein treffen. Na, dann mal los. Neues Wissen im Kodex. Leute, das ist nicht der Kodex. Wieso ist das jetzt nicht der Kodex aufgegangen? Na, ich gehe jetzt trotzdem zum Kodex. Ich will euch das jetzt nicht vorenthalten. Tja, leider weiß ich nicht, was es gerade war. Schade. Na gut. Nächstes Mal wieder. Da wären wir. Du lebst hier? Mhm. Hier lang. Hier kann sie künstlerisch tätig werden. Oh, sieht doch jetzt nicht schlecht aus. Ist doch eigentlich ganz muggelig. Ich folge ihr erstmal, da kann ich mir jetzt schon Dinge hier angucken. Da wird Brot gebacken, ein kleines Wölfchen ist dabei. Ich komme jetzt erstmal mit. Sie lebt hier in einem großen alten Baum. Es sind wahrscheinlich die Überreste des Dekubaums. Halt! Ist das mein Schrein? Ich wollte ihn wiedersehen. Für viele Riesen ist es schön, ihren Weg zu finden und zu gehen. Natürlich sehen andere die Zukunft und sind durcheinander. Dann gehen wir da mal ran. Bereit? Ja, bin bereit. Na dann mal los. Ist extra abgedeckt, ne? Achtung, mal sehen, was jetzt passiert. Okay. Das habe ich schon gesehen, wo wir Mutters Asche verstreuten. Es war an der Wand. Alles war schon geschehen. So wie es sagte. Aber der Teil war beschädigt. Oh, das sind wir. Was ist da drin? Hm. Wer das wohl ist? Halt. Nein! Nein! Das ist falsch. Das kann nicht passieren. Nein, 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 nein. Nein, das ist nicht echt. Eisenwald ist nicht echt. Utgard ist nicht echt. Nessie ist echt. Ah! Loki! Oh. Hey, hey! Hey! Wow, alles gut. No. Alles gut. Hey, wird schon gut. Alles wird gut. Hey, sieh mich an. Hey, ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles gut. Okay, das war cool auf mehreren Ebenen. Dir geht's gut. Du
mir leid. Ich weiß nicht, was das war. Das passiert allen. Mach dir keine Sorgen. Das passiert allen? Nicht das mit dem Wolf, aber die Angst vor der Zukunft. Das ist nicht meine Zukunft. Da steht, ich diene Odin und mein Vater stirbt. Das kann nicht sein. Hey, genauso wird alles ausgehen. Und je eher du das annimmst, desto besser. Ach, scheiße, das war gemein. Hey. Vergiss das jetzt erstmal. Vergiss die Zukunft. Vergiss Loki. Du bist ein Riese. Und du erhältst gerade eindeutig Kräfte, die du noch nicht verstehst. Gehen wir ein Stück. Du kannst mir helfen und ich bringe dir was bei. Weißt du? Riesendinge. Na komm. Das war intens. Mit den Riesendingen helfen. Machen wir. Lass mich nur erstmal umgucken, was hier noch so ist. Man will ja auch das hier würdigen, was die Entwickler sich hier an Detailverliebtheit haben einfallen lassen. Gut, hier hingehen wir erstmal noch nicht weiter. Kümmern wir uns dann um die Riesendinge. Alter. Aber das Wolfding war schon ziemlich cool, meine Güte. Ich bräuchte sowas wie Foki, der sich dann in einen Fuchs verwandelt. Das wäre so mein Ding. Kriegen wir das auch noch hin? Ich bin Foki. Der wäre dann auch nicht wütend, sondern einfach nur schmusig oder so. Okay, ich folg dir mal. Loki, bitte hilf mir damit. Was ist das? Was ist das? Hier, folge mir. Wo gehen wir hin? Wir holen uns was zu essen, pflanzen Samen. Mein Alltag. Aber erst lernst du jemanden kennen. Na, nun bin ich aber gespannt. Aber wir scheinen jemanden zu füttern. Loki, das ist Jatla. Hallo, Jatla. Hallo. Oh. Ist mir eine Freude. Vorsicht mit den Hörnern, Jatla. Oh, wow. Sie ist echt groß, hm? Darf ich mitreiten? Cool. Na, dann mal los, Jatla. Braves Mädchen. Ganga. Also, schätze, du weißt Bescheid über dieses Streiter, der... Jatna? Ja, soll ich dich stattdessen so nennen? Nein, Loki reicht. Sicher. Streiter. Also, wo gehen wir nochmal hin? Wir müssen Früchte sammeln. Am Fluss entlang finden wir schon welche. Ah, lol. Es gibt ja jedes Mal irgendwie ein Fortbewegungsmittel. Diesmal ist es Jatla. Ist ja cool. Wir dürfen es doch selber steuern. Also ich habe jetzt die Kontrolle über Jatla. Diese Blumen da drüben. Stille. Nein, die heißen so. Sie wachsen nur in Jötunheim. Meine Mutter und ich schliefen immer darin, wenn sie sich mit Oma gestritten hat. Einer der seltenen Orte, an dem sie Ruhe finden. Witzig. So, hier gehen wir mal schön in den Schlick hinein. Bisschen Geld einsammeln. Und Bässchenfetzen liegen hier auch rum. Hier sieht's echt ein bisschen gibbelig aus, ne? Ich kann mir richtig... Also, das ist so Spiele, die man riechen kann, weißt du? Schön. Aber wahrscheinlich ist das magischer Wolfswald-Glibber-Schleim. Der duftet ganz vorzüglich nach nassem Hund, ja? Aha, hier ist einer. Nehmen wir sie. Für wen sind die? Wölfe müssen fressen, oder? Diese Blumen da? Oder was meint sie? Solche Früchte habe ich noch nie gesehen. Sie heißen Grünknollen. Meine Mutter gab sie mir jeden Tag, damit ich stark werde.
Die schmecken furchtbar. Hat aber funktioniert. Ich wollte gerade sagen, stark geworden ist sie. Wir machen so eine kleine Extra-Runde hier außen rum. Ich sehe hier auf jeden Fall so eine Art, könnten Gegner sein oder ist einfach nur die... Entschuldigung? Sie scheint dich zu mögen. Ja, stimmt. Ich mag sie auch. Luki ist so ein bisschen der Tierflüsterer, ne? Hab mir sagen lassen, ist auch eine gute Stute. Magst du die holen? Klar. Die Wölfe. Kümmerst du dich um sie? Das tue ich. Sie sind gute Freunde. Von denen würde ich gern mehr sehen. Ach, mein verdrehtes Gehirn, Alter. Was kommt da jetzt? Oh, das sind diese Muscheln. Ach so, das haben wir vorhin nicht gecheckt. Musst du bald wieder weg? Nein, ich muss bloß meinem Vater das Leben retten, glaube ich. Loki, wir haben Zeit. Es wird nicht direkt morgen geschehen. Das ist ein etwas längerer Prozess. Diese Muscheln sind ja auch witzig. Gruselig, aber auch witzig. Also in Real würde ich mich einscheißen wahrscheinlich, wenn ich die sehen würde. Ist hier noch irgendwas versteckt? Da drehe ich lieber nochmal eine extra Runde, genieße die schöne Grafik. Ne, ihr kennt das ja. Ich spiele ja Pokémon Purpur aktuell parallel. Und das ist so ein krasser Sprung in unterschiedliche Welten, was Qualität angeht. Da sollten ja da auch sein. Ja, wo die Früchte sind, sind wir nicht fern, ne? So, let's go. Oh, da. Moment, redest du mit mir oder mit dem Jack? Lass mich mal. Danke. Hui, ich schneide sie dann ab. Gern geschehen. Okay. Oder so. Riesige Hörner, ey. Riesengroß. Der Muschel scheint was zu sein. Okay. Oh, ich darf jetzt... Ich dachte, ich da nach vorne. Ich weiß, wir sind hier draußen und haben Spaß, aber vielleicht sollten wir darüber reden, was du auf dem Wandbild sahst. Was ich sah, würde nie passieren. Ich würde mich Odi nicht anschließen, wenn es mich Vater kostet. Wenn ich etwas von meiner Mutter gelernt habe, dann, dass diese Dinge irgendwie wahr werden. Auf irgendeine Art. Mein Vater sagte immer, verschließ dein Herz davor. Aber ich kann nicht. Nicht hierbei. Ich glaube, wir kommen da noch nicht ran. Wir gehen erstmal weiter. Ich denke, man kann hier später noch rumeiern. Also die bauen das hier wahrscheinlich nicht für so einen One-Taker. Und dann können wir nochmal gucken. Gehen wir erstmal weiter. Sie haben das nächste Ziel erreicht. Oh. Da hat sie ein Bild von den beiden gemalt. Schön. Gehen wir weiter? Wir gehen weiter. Oh, wir brauchen noch mehr Früchte. Komm nicht dran. Wow. Na dann mal los. Dieser Baum hat ganz aufregende Blätter, oder? Sie ist echt brav. Und jump. Weißt du, vielleicht dachte ich daran, nach Asgard zu gehen. Aber ich würde es nie tun. Ja? Mein Vater war mir mit meinem Schicksal keine Hilfe. Doch als ich mit Odin allein war, wollte er mich lernen. Wenn ihr allein wart, hätte er dich leicht töten können. Also, so leicht auch wieder nicht.
Ja, meine Lieben, der Hahn, er hat gerade gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.